Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 14, Gesetzentwurf zur Kinder- und Jugendhilfe, Antrag der Länder Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein. Das Wort hat Herr Minister Dr. Gaag aus Schleswig-Holstein. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, am 7. Juli 2017, also vor gut 2,5 Jahren, hätte ich gerne im Bundesrat schon mal über die SGB-VIII-Reform gesprochen. Ich wollte damals vom bundesweit beachteten sogenannten Friesenhof-Skandal und seinen Auswirkungen in Schleswig-Holstein berichten. Dort hatten in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss ein Jahr zuvor schutzbedürftige Mädchen ausgesagt, die damals im Friesenhof untergebracht waren. Diese Mädchen berichteten von Strafsport, stundenlangem Aussitzen, Fixierungen, Isolierungen, Ausgangssperren und unqualifiziertem Personal. Den Mädchen wurde schweres Leid zugefügt. In der Einrichtung selbst herrschten auch aus Sicht meines Hauses untragbare Zustände. Mein Haus hat diese Einrichtung 2015 schließen lassen. Gegen diese Maßnahmen setzte sich die Trägerin juristisch zur Wehr. Sie begründete dies damit, dass eine Kindeswohlgefährdung nicht nachweisbar gewesen und eine Erheblichkeitsschwelle nicht erreicht worden sei. Die gerichtliche Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen das Land Schleswig-Holstein sind ebenfalls bereits öffentlich angekündigt worden. In erster Instanz hat das Gericht sich dieser Auffassung angeschlossen. Dieses Urteil selbst, meine sehr geehrten Damen und Herren, macht deutlich, wie dringend erforderlich eine Reform der Paragraphen 45 Sozialgesetzbuch 8 ist. Ausschlaggebend für die Rechtmäßigkeit der Entscheidung, die Einrichtung zu schließen, war die Frage, ob das Wohl der Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung gefährdet ist. Jedoch sind die Voraussetzungen für die Erteilung einer Betriebserlaubnis wesentlich höher. Hier spricht das Gesetz explizit von einer Gewährleistung und nicht von einer Gefährdung des Kindeswohls. Eine Reform des Sozialgesetzbuchs 8 würde im Hinblick auf die Zuverlässigkeit gerade bedeuten, dass die Voraussetzungen für einen Widerruf genauso hoch sind wie jene für die Erteilung einer Betriebserlaubnis. Die Einrichtungsaufsicht könnte dann auf einer entsprechenden rechtlichen Grundlage schneller und wirkungsvoller eingreifen. Eine Reform des Sozialgesetzbuchs 8 ist also aktueller denn je, meine sehr geehrten Damen und Herren. Bis heute fehlen notwendige rechtliche Instrumentarien, um erforderliche aufsichtsrechtliche und ordnungsrechtliche Maßnahmen schneller und wirksamer ergreifen zu können. Damals wie heute ist klar, das Sozialgesetzbuch 8 muss eine höhere Schlagkraft bekommen. Die Kinder- und Jugendhilfe hat eine Garantenstellung für das Wohl von Kindern und Jugendlichen, insbesondere dann, wenn diese in Verantwortung der öffentlichen Jugendhilfe in Einrichtungen im Inland oder in Auslandsmaßnahmen untergebracht sind. Damit sie diese Garantenstellung auch wirksam wahrnehmen und ausüben kann, muss der rechtliche Rahmen für die Einrichtungsaufsicht und für die Zulässigkeit von Auslandsmaßnahmen im Hinblick auf das Schutzbedürfnis der Kinder und Jugendlichen weiterentwickelt werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, was ist seit 2017 passiert? Bei der rechtlichen Stärkung der Einrichtungsaufsicht lässt sich das bedauerlicherweise sehr knapp beantworten. Wir sind bis zum heutigen Tag keinen einzigen Schritt weitergekommen. Dabei sind in der Zwischenzeit in anderen Bundesländern wieder neue Skandale publik geworden. Es besteht also nach wie vor die dringende Notwendigkeit, dass der Gesetzgeber hier tätig wird und insbesondere die Stellung der Einrichtungsaufsicht in § 45 Sozialgesetzbuch 8 neu regelt. Hier, meine Damen und Herren, geht es um den Schutz des Wohls von Kindern und Jugendlichen. Es ist eine zentral wichtige Angelegenheit. Es geht darum, der Einrichtungsaufsicht mehr Möglichkeiten zu geben, um denjenigen jungen Menschen vor Übergriffen, Demütigen und sonstigen Ereignissen zu schützen. Jungen Menschen, die unseren Schutz am allernotwendigsten brauchen. Der Bund wollte die Stärkung der Einrichtungsaufsicht im Rahmen einer größer angelegten Sozialgesetzbuch 8-Reform regeln. Vor allem die Änderungen zu Entgeltvereinbarungen und Standards der Einrichtungen bei unbegleiteten minderjährigen geflüchteten Menschen riefen damals Widerstand in einzelnen Bundesländern hervor. Deswegen wurde das Thema im Juli 2017 nicht behandelt. Der bundesweite Reformprozess des SGB VIII hat seitdem aber noch nicht
die gewünschten Ergebnisse gebracht. Der Bund bemüht sich nach wie vor, mehrere Reformbestandteile in einem Verfahren zusammenzuführen. Er hat dazu unter anderem einen Dialogprozess angestrengt und, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch mir ist daran gelegen, dass dieser Prozess zum Erfolg geführt wird. Aber was die Stärkung der Einrichtungsaufsicht und die Zulässigkeit von Auslandsmaßnahmen angeht, brauchen wir ein beschleunigtes Verfahren. Die Neuregelung dieser Teilbereiche des SGB VIII sollten daher aus Sicht Schleswig-Holsteins und anderer Länder vorgezogen werden. Die Skandale der jüngsten Vergangenheit machen eines klar. In dieser Sache besteht dringender Handlungsbedarf. Kinder und Jugendliche vor Gewalt, Erniedrigungen und Demütigungen zu schützen. Ich finde, damit können und damit sollten wir nicht warten. Dafür hat kein Mensch in diesem Land Verständnis. Die so dringend gebotene Stärkung der Einrichtungsaufsicht darf nicht weiter aufgeschoben werden, sondern muss jetzt durch eine gesonderte Initiative angepackt werden. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich betonen, dass diese Initiative nicht den Reformbedarf des SGB VIII und das von Ministerin Giffey vorgenommene Verfahren infrage stellt. Es geht hier nicht um Vorwürfe in irgendeine Richtung des Bundesfamilienministeriums. Wir brauchen aber schnell ein Instrumentarium für diesen Teilaspekt, um Kinder und Jugendliche wirksam schützen zu können. Gemeinsam mit Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen bringt Schleswig-Holstein daher die Initiative zur Neuregelung der Paragraphen 36b und des 45 folgende des SGB VIII ein. Diese Initiative, meine sehr geehrten Damen und Herren, greift die einzelnen Punkte des damaligen Gesetzentwurfs der Bundesregierung zur gesamten Neuregelung des SGB VIII auf, lässt die strittigen Punkte zu unbegleiteten minderjährigen Ausländern aber bewusst aus. Durch diese Neuregelung werden die Voraussetzungen für die Erteilung einer Betriebserlaubnis für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe verschärft und gleichzeitig die Kontroll- und Interventionsmöglichkeiten der Aufsichtsbehörden deutlich erweitert. So kann die Betriebserlaubnis aufgehoben werden, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung nicht mehr vorliegen. Außerdem werden die Rechte der jungen Menschen in den Einrichtungen gestärkt und die Regelungen zur Zulässigkeit von Auslandsmaßnahmen werden zusammengeführt. Sie werden konkretisiert und sie werden verschärft. Ich wünsche mir, dass wir im Sinne des Wohles unserer Kinder und Jugendlichen hier an dieser Stelle entscheiden. Danke fürs Zuhören. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Zur Abstimmung liegen Ihnen die Ausschussempfehlungen vor. Bitte das Handzeichen für Ziffer 1. Das ist die Mehrheit. Ziffer 2. Das ist die Minderheit. Wer ist dafür, den Gesetzentwurf nach Maßgabe der vorangegangenen Abstimmung beim Deutschen Bundestag einzubringen? Das ist die Mehrheit. Damit hat der Bundesrat beschlossen, den Gesetzentwurf beim Deutschen Bundestag einzubringen. Wir sind übereingekommen, Herrn Minister Dr. Stamp aus Nordrhein-Westfalen zum Beauftragten zu bestellen.